Rumskedi, liebe Narren und Narren in Beckum. Karnevalsauftakt am 11.11. bedeutet eigentlich in unserer Pöttstadt, dass der Marktplatz hinter mir gefüllt ist mit Hunderten, ja mit Tausenden von Menschen, die in den Karneval hineinfeiern und unsere Tollität und unseren Hofmarschall feiern. In diesem Jahr ist alles anders und auch der 11.11. wird nicht so stattfinden, liebe Freunde, wie wir das gewohnt sind. Der 11.11. fällt leider aus. Nicht ausfallen wird aber unser Karneval und aus diesem Grunde wird unsere Tollität wenig später seinen Stadtschlüssel überreichen und ich darf euch und Ihnen jetzt hier auf unserem Marktplatz, der leider leer ist, ich verspreche, im nächsten Jahr ist er wieder voll. Liebe Narren und Narren, begrüßt mit mir diesmal am Bildschirm unseren Stadtprinz Thomas II., Kleine Kemper. An seiner Seite steht natürlich, wie könnte es anders sein, wie an jedem Tag in der Session, unser Mundschenk Klaus Langhorst. In Beckum natürlich Hofmarschall. Wir freuen uns ganz besonders, dass zur Schlüsselübergabe unser neuer Bürgermeister Michael Gerd-Henrich hier ist, schon mit Schal und Orden geschmückt. Herzlich willkommen. Karneval in Beckum funktioniert nicht ohne schwarzen Kater. Unser Kater Rumskedi, Heinz-Josef Dinter, ist natürlich dabei. Heute bei Corona traut er sich nicht, sich zu schminken. Meine beiden Präsidentenfreunde sind natürlich auch mit im Boot. Jetzt trauen Sie sich nicht, nach vorne zu kommen. Dann kommt zusammen und geht auseinander. Als erster Egbert Wissling. Und Nummer zwei im Bunde, Rumskedi, unser Marc Limbertens. Und jetzt werden wir den Marktplatz freimachen, denn Karneval findet in diesem Jahr nicht Open Air statt. Karneval gibt es Open Air erst wieder in 2022. Liebe Freunde unseres Beckumer Karnevals, liebe Närrinnen und Narren, 11.11., 11.11 Uhr, das ist ein besonderer Tag, eine besondere Zeit für unseren heimischen Karneval. Dieser Tag hat Karnevalstradition nicht nur in unserer Stadt Beckum, sondern in allen Karnevalshochburgen dieser Welt. Und doch ist diesmal alles ganz anders, als wir es gewohnt sind. Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff und macht unseren geliebten Karneval in diesem Jahr in unserer bewährten Form nicht möglich. Das tut uns allen richtig weh. Da blutet den Karnevalsfreunden hier in unserer Stadt ganz besonders und ganz besonders in unserer Stadt das Herz. Und doch ist es nicht zu ändern. Wir werden in der heute beginnenden Session auf Feste, Sitzungen und auf unseren Straßenkarneval mit den Umzügen verzichten müssen. Unsere geliebten Veranstaltungen werden in der Session nicht stattfinden können. Sie werden komplett ausfallen. Unseren Karneval, und das könnt ihr mir glauben, das ist Fakt in unserer Stadt, wird dieses Virus aber trotzdem nicht angreifen können. Es wird uns den Karneval in unserer Stadt nicht nehmen können. Im Herzen starten wir nämlich heute alle gemeinsam in eine närrische Session. Und wenn wir den Startschuss nicht gemeinsam auf unserem Marktplatz vor dem alten Rathaus genießen können, dann machen wir es in dieser Form und erscheinen auf dem Bildschirm und feiern zu Hause in der Wohnstube, vor Bildschirm oder vom Handy oder vom Tablet. Die Session beginnt also trotz vieler notwendiger Einschränkungen, die wir alle in Kauf nehmen müssen. Und wir feiern unseren Karneval eben ein Jahr anders. Wir freuen uns jetzt schon auf das Jahr 2022, wenn alles in gewohnter Form wieder funktionieren wird. Dann wird unser Kater Rumskedi, unser Heinz-Josef, auch wieder in seinem schwarzen Katerkostüm mit uns gemeinsam durch die Straßen ziehen. Wir bitten euch nochmal an dieser Stelle, alle zusammen, bleibt bitte am 11.11. zu Hause und geht kein Risiko ein, denn wir möchten mit euch allen gemeinsam wieder feiern und das mit gesunden Karnevalsfreunden. Auf unseren Karneval, auf dass wir diese Zeiten gut überstehen, ein dreifaches Rumskedi. 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 Liebe Narren und Narren, Karneval in Beckum kann nur Karneval in unserer Pöttstadt sein, wenn es dabei auch Verse gibt. Diese Verse müsst ihr ertragen, ob draußen oder drinnen, ob im kleinen oder im großen Kreis. Präsident Krogmeier ohne Verse geht nicht im Karneval. Und deswegen hört zu, sie sind in diesem Mal auch ganz anders. Sie fangen nur genauso an. 11.11., 11.11 Uhr, es ist endlich soweit. Wir starten in Beckum in die närrische Zeit. Die Karnevalssession beginnt an diesem Tage, trotz der Corona-Pandemie, gar keine Frage. Feiern und Veranstaltungen, die fallen überall aus. Wir Karnevalisten bleiben alle, da bin ich mir sicher, zu Haus. Doch Tradition und Frohsinn sind das, was wir lieben.
Unser Bacillus wird auch diesen Virus besiegen. Galasitzung und Rosenmontagszug sind zwar abgesagt. Es gibt keinen neuen Prinzen. Traurig, aber das ist Fakt. Doch im Herzen, da feiern wir weiter unseren Karneval, freuen uns auf die Session 2022 auf jeden Fall. Heute verabschieden wir die Tollität nach einem tollen Jahr, lieber Thomas. Unseren Thomas, für den wurden närrische Träume wahr. Den Stadtschlüssel, den gibt er gleich wieder ab. Er bleibt aber noch ein ganzes Jahr, was hast du ein Glück, der Prinz in unserer Stadt. Michael Gerd-Henrich, neu im Bürgermeistergewand, erhält jetzt den Schlüssel aus der Prinzenhand. Unser Karneval, der ist auch bei Corona eine Riesenschau. Auf unserem Beckumer Karneval und jetzt alle so laut es geht ein dreifaches Rumskidi. 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 Alle sind dann nur drei weit auseinander, Corona-Zeiten eben. Liebe Freunde unseres Beckumer Karnevals, es ist heute alles anders. Wolfgang hat es schon gesagt, 11.11. und wir sind nicht auf dem Marktplatz mit einer Riesenbühne, sondern stehen hier im Studio und begrüßen euch zur Karnevalseröffnung, die eigentlich keine richtige ist. Aber glücklicherweise konnten Klaus und ich im letzten Jahr oder in diesem Jahr einen wunderschönen, tollen Karneval feiern. Wir sind gemeinsam durch die Seele gezogen, haben viele neue Freunde getroffen, haben tolle Erfahrungen gemacht mit unserem Elverrat von der KG Kolping, mit den Präsidenten, mit Kater Rumskedi und mit allen vielen Karnevalisten, mit denen wir so schön feiern konnten. Dafür sind wir ganz, ganz dankbar, denn der Karneval oder die Session hatte dann ein jähes Ende, als von da an die Corona-Pandemie unser Leben aller beherrscht hat. Und so ist es auch heute. Normalerweise würde ich hier auf dem Rathausplatz stehen, auf dem Marktplatz stehen und hätte ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich mein Amt als Stadtprinz beende, aber auch, weil ich mich auf eine neue Session mit einem tollen Nachfolger freuen würde. All das kann nicht sein. Von daher möchten wir, Klaus und ich, euch bitten, bleibt am 11.11. zu Hause, feiert nicht und habt den Karneval im Herzen, denn Wolfgang hat es schon gesagt, der Bacillus Karneval ist stärker als das Virus, Coronavirus, und von daher freuen wir uns mit allen Beckumern im kommenden Jahr 2022 unseren schönen, altehrwürdigen, urwüchsigen Beckumer Karneval zu feiern. Und auch von uns ein kräftiges Rumskedi. Hello. Rumskedi. Hello. Rumskedi. Hello. Lieber Stadtprinz Thomas II., liebe Närrinnen und Narren an den mobilen Geräten und an den Bildschirmen zu Hause, ich begrüße euch alle mit einem kräftigen Rumskedi. Hello. Es ist wieder soweit. Wir haben den 11.11. und wir feiern den Start in die fünfte Jahreszeit. Ihr wisst es alle und ihr merkt es an dieser besonderen Form. Es ist ein Karnevalsauftakt in außergewöhnlichen Zeiten. Karneval lebt von der Geselligkeit. Karneval lebt vom Miteinander lachen, vom Schunkeln, Feiern und vom Fröhlichsein. In Zeiten des Abstandshaltens ist ein Karneval, wie wir ihn alle kennen und lieben, leider nicht denkbar. Die vielen Veranstaltungen rund um die tollen Tage sind bereits abgesagt. Aber wir werden nicht Beckum, wenn wir darüber jetzt Trübsal bliesen. Die Beckumerinnen und Beckumer machen das Beste aus dieser Situation. Und die Beckumer Karnevalisten erst recht. Vielen Dank an dich, Prinz Thomas. Und vielen Dank an dein Gefolge und an das Präsidium des Beckumer Karnevals dafür, dass der Karneval, wenn auch in digitaler Form, pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr starten konnte. Natürlich richte ich auch meine lieben närrischen Grüße an den Hofmarschall, den Stadtalverat, den Kater und die Präsidenten der Dachgesellschaft. Na, da wären wir ja wieder. Ich begrüße zudem alle Musikantinnen und alle Musikanten, die Karnevalsgesellschaften in unseren vier Stadtteilen sowie alle Närrinnen und Narren, die unter normalen Umständen heute auf dem Marktplatz feiern würden. Liebe Narrenschar, es sind wirklich außergewöhnliche Zeiten. Der gesellige und der feuchtfröhliche 11.11. und das spannende Rätselraten um den nächsten Prinzen, all das fällt in diesem Jahr aus. Der neue Prinz ist auch der alte Prinz. Und der altehrwürdige Beckumer Karneval erfindet sich mal wieder neu. Mit diesem Video zeigt ihr, wir sind da, wir stehen beisammen und die Pandemie durch. Statt Küsschen und Kamelle gibt es in dieser Session einfach Klicks und Likes. Liebe Närrinnen und Narren, ich finde es toll, dass die Beckumerinnen und Beckumer einmal mehr beweisen, dass sie sich auch in dieser tollen Zeit nicht unterkriegen lassen.
Das Karnevalsbacillus lässt sich eben von einem Virus nicht aufhalten. Und auch wenn wir jetzt alle auf unserem Buden sitzen und das Schunkeln und Tanzen auf unsere Familienmitglieder beschränken müssen, ich freue mich jetzt schon auf den richtigen Beckumer Karneval und die Zeit nach der Pandemie. In der Zwischenzeit, lieber Thomas, nehme ich den Stadtschlüssel gerne wieder an mich, damit ich ins Rathaus, in das ich gerade erst eingezogen bin, auch überall hineinkomme. Als der Neue im Rathaus bin ich natürlich gespannt auf die Sessionseröffnung im nächsten Jahr, sowie die Prunksitzung, den Straßenkarneval und die vielen Veranstaltungen im übernächsten Jahr. Und ich freue mich über jedes Engagement, das uns in all diesen schwierigen Zeiten zeigt, dass wir in Beckum eine große und dass wir eine bunte Familie sind. Lieber Stadtprinz, du gehst in die Verlängerung und regierst jetzt einfach durch. Du weißt ja schließlich, wie es geht. Ich wünsche dir eine angenehme zweite Amtszeit und vor allem bleib gesund. Gesundheit, Zuversicht und Wohlbefinden, das wünsche ich auch allen Karnevalisten und Karnevalistinnen da draußen. Lasst uns nach Kräften fröhlich sein und prosten wir gedanklich einander zu. Rumskedi! Ja, lieber Michael, vielen Dank für deine Worte. Jetzt ist es Zeit für mich, den Schlüssel abzugeben. Ich tue das sehr ungern, aber es ist natürlich so, es gehört dazu. Und von daher, ich würde ihn lieber noch ein wenig weiter behalten. Aber ich habe es deinem Vorgänger schon gesagt, dem Karl-Uwe Strothmann, am Sonntag, Karnevalssonntag, als ich den Schlüssel entgegengenommen habe. Es ist ja so, dass man als Stadtprinz das Gefühl hat, Bürgermeister wäre der viel bessere Job, weil man da nur vom 11.11. bis zum Karnevalssonntag durchregieren muss. Und ich habe jetzt die lange Zeit das gemacht. Aber du bekommst ihn und damit geht das jetzt wieder weiter. Ja, lieber Thomas, ich nehme den Schlüssel natürlich gerne. Du hast es zwar gut gemacht, aber ich weiß auch, dass ich ihn bald wieder abgeben werden muss. Und von daher nutze ich lieber die Zeit, die ich habe als Bürgermeister, um wirklich was zu bewegen. Deshalb nehme ich den Schlüssel gerne. Danke. Wunderbar. Ja, von uns auch ein dreifach kräftiges Rumskedi. Hello. Rumskedi. Hello. Rumskedi. Hello. Ja, Karneval mit Maske tut uns alle weh. 11.11. Karnevalsauftakt, so wie wir ihn nicht kennen, so wie wir ihn nicht mögen, aber so wie es richtig ist. Wir müssen die Spielringe einhalten. Lasst uns das vernünftig machen. Lasst uns das nicht mit der Pandemie auf die leichte Schulter nehmen. Uns fällt es auch schwer, aber lasst uns das Beste daraus machen. Ich gratuliere nach dieser Schlüsselübergabe, nach dieser spektakulären Schlüsselübergabe hier im Studio unserem Bürgermeister für den Stadtschlüssel. Er kann jetzt richtig loslegen. Lieber Michael, beste Chance, beste viel Glück dafür. Marc, ich übergebe das Wort. Genau. Auch von mir natürlich. Ich freue mich, wenn wir uns dann alle wiedersehen, gesund und munter im Jahre 2022 spätestens unser dann vollständigen Session, bis dahin aber noch die wichtigen Dinge. Immer schön die Hände waschen, immer schön die Maske tragen, immer schön Abstand halten. Und das Allerwichtigste auf unseren Karneval, dreimal kräftiges Rumskedi! Hello! Rumskedi! Hello! Rumskedi! Hello!